Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu Part 92 meiner Ultimate Team Serie. Heute ist irgendwas anders. Ich weiß nicht. Ich habe mich heute mal schick angezogen, aber nicht extra für das Video, sondern einfach privat. Und jetzt habe ich gedacht, komm, machst du heute mal im schicken Oberteil hier, so Hemd und Krawatte, ein FIFA-Video. Das macht doch bestimmt kein anderer. Das sieht so modern aus. Keine Ahnung. Nee, habe ich mir einfach gedacht, jetzt spiele ich gar nicht eine Runde FIFA. Und zwar gibt es heute ein Pack-Opening. Und ich hoffe ja so insgeheim, ne? Es ist ja ein neues Team der Woche draußen. Und er ist drin. Es ist der drin, den ich gehofft habe, dass er drin ist. Aubameyang ist drin von Borussia Dortmund. Leider irgendwie nach dem Bundesliga-Start nur zwei Bundesligaspieler drin. Hier von Hertha BSC ist noch Alagui drin. Der ist Silberspieler. Aber egal. Ich hoffe, dass ich ihn ziehe. Donovan ist natürlich auch cool. Dann könnte man mal ein USA-Team machen. Aber egal. Ich mache jetzt 10 Goldpacks auf in dem Video. Und ich glaube, ich hänge hinten dran, dass ich... Hänge ich nochmal ein Spiel dran, dass ich hier das Team der Woche gegen das Team der Woche spielen werde. Und dann aber nur die Highlights. Ich spiele da immer auf Ultimativ und versuche da immer 1000 Münzen mitzumachen. An der Stelle jetzt einfach mal 10 Packs aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach durchlaufen lasse, weil ich muss ja mal die ganzen Sachen auf dem Tauschstapel machen, hin und her. Hast du nicht gesehen. Leider gibt es zurzeit keine Happy Hour oder sowas. Deswegen ziehe ich einfach die normalen 7500er Packs. Ich muss jetzt irgendwie muss ich eine Strichliste machen, weil ich kenne mich. Weil ich kann nicht bis 10 zählen bei sowas, ja. Ich mache mir schon mal hier eine Strichliste bereit, so 1. Ah, der Kugelschreiber geht nicht, 1. Erstes Pack, jetzt auf. Die Spannung steigt, ich habe schon lange kein Pack-Opening gemacht mehr. Und ja, ich würde sagen halt jetzt mit dem Bundesliga-Start ist es mal wieder soweit. Nuccherino, ein Italiener. Ich mach den mal auf den Tauschstapel. Wen haben wir hier noch? Lendrich. Okay. Tauschstapel. Ich guck immer erstmal. Juru! Vom Hamburger SV. Also eigentlich, glaube ich, eine Leihgabe von Arsenal London. Cool. Ist aber. Also Tempo 75. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich behalte ihn mal. Im Verein speichern. Und ansonsten, was haben wir hier noch? Irgendwas Besonderes? Ja, das ist immer ganz nett hier. Manager 4-1-2-1-2. Ich habe da immer nur die Manager-Karten. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Okay, ich speichere alles Mögliche im Verein. Außer, warte mal, oder warte kurz. Ja, das kann mit mir ein bisschen dauern. Sowas weiß ich, dass ich das verkaufen werde, weil das brauche ich nicht. Und dann den Rest im Verein speichern. Bei mir wurde das so gemacht, keine Ahnung, wie andere ihre Pack-Openings machen. Yep. Bei mir geht das jetzt so. Ich mache schon mal einen Strich, jetzt kommt der zweite. Oder das zweite Pack. Ich finde, das Hemd und die Krawatte stehen mir echt gut, oder? Ich finde, kann mich sehen lassen, oder? Ja, ein 82er. Ruiz aus... Warte mal, ich müsste mal nebenbei mal wieder footwits.com aufmachen. Footwits.com. Oder könnte ich den mal ganz kurz nebenbei noch gucken, schnell... Hier steht alles voll mit Getränken. Kann man mich überhaupt noch sehen? Ich weiß es nicht. Ruiz. Der ist bei Fulham. Ist nichts wert. 800. Okay, ich muss... Ich kenne ja die Spieler alle mal nicht. Bei so teureren könnte man immer gucken. Das sieht hier auch nach einem normalen Preis aus. Gomez. Und Fair. Das ist hier auch immer ganz nett. Das kann schon mal auf dem Tauschstapel. 3-4-1-2. Ja, nice. Amsterdam Arena, die habe ich noch gar nicht. Okay, das habe ich alles noch gar nicht. Sehr nice. Verklickt. Verklickert. Okay, machen wir weiter das nächste Paket. Das wäre so geil, wenn ich jetzt Aubameyang ziehen würde. Wenn ich jetzt Aubameyang ziehe, ich glaube, ich würde mich so feiern, ey. Der ist nicht wirklich. Westermann, nochmal ein Hamburger gezogen. Der mit Tempo 92. Da muss ich mal gerade gucken. 75er ist er. 1300, sagt Footwiz. Witz. Sehr schönes, sympathisches Bild. Deco. 85er rechts außen, Deco, da gucke ich auch mal nach so besonderen Karten, wo ich habe halt keine Ahnung, aber da gucke ich doch gerne mal nach, was der ist, 66, ah, der hat einen Verein gewechselt,
900. Naja, das läppert sich alles zusammen. Das hier ist richtig viel wert. Fitness von allen hochbringen. Das geht bestimmt für 2000 weg, die Karte. Mindestens, schätze ich jetzt mal so grob. Oh, cool, das Trikot habe ich noch nicht. Den Ball habe ich noch nicht. Die habe ich. Ja, die kann ich abstoßen. Ich denke mal, dafür gibt es kein Geld. Obwohl Fitness, keine Ahnung, egal. Oh, ich drücke immer das Falsche. Tauschstapel ist noch viel freier, aber Verbrauchsstapel ist leider nicht mehr so frei. So, jetzt kommt schon Pack Nummer 4. Strich. Ich hätte es schon wieder vergessen. Hätte ich es mir nicht notiert, hätte ich es schon wieder vergessen. Team der Woche, Spiel erhalten. Aha, was? Ja! Wer? Geil, Cocu! Oder, ja, Cocu heißt ja, glaube ich. Geil! Ich habe nur unten rechts geguckt, ich habe gar nicht oben geguckt, wenn ich ziehe. Sau geil! Cocu gezogen! Im vierten Pack heute! Unglaublich! Linkes Mittelfeld, 3, 4, 1, 2, Ausstellung, egal. Der hat sich schon mal gelohnt. Ist das geil? 74er Tempo, 78er Schuss. Ist ja geil. Ich meine, der ist ja, das ist ja alles noch sehr frisch. Aber ich freue mich einfach. Ich guck direkt mal nach, was der Wert ist. Ein 80er ist es. 18.000. Ne, warte mal, jetzt habe ich Courtois geguckt. Egal. Sau geil. Dafür werde ich bestimmt richtig gut Kohle bekommen. Ein Team habe ich ja jetzt nicht, wofür ich den benutzen könnte. Ansonsten Hagi von Hannover, krass, wie viele Bundesligaspieler. Oh, niemand, nein, man, niemand. Niemand, ich habe niemand gezogen. Der sieht doch auch eigentlich vom Tempo 84. Der ist 14.000 wert, der Junge. Alter Verwalter. Rechtes Mittelfeld, ein Däne. Ich weiß gar nicht, was ist das für eine Liga hier? Ihr seht's. Ja, voll krass, das Pack. Also das Pack ist mega geil. Nyman oder Niemann. Ich kann ja Namen immer ganz schlecht aussprechen. Sau geil, ey. Ich freue mich total. Voll cool. Dann habe ich noch hier in Dortmund was? Das Dortmunder Wappen. Ja, gut. Die sind ja alle immer nicht viel wert, die Wappen und Trikots und sowas. Da muss man Glück haben. Ganz wenig. Also bei Wappen weiß ich es nicht, aber bei Trikots gibt es nur ein paar Trikots, die ein paar tausend wert sind. Ja, Hagi kann ich ja mal behalten, aber den werde ich nicht benutzen, denke ich mal. Aber jetzt erstmal so ein Verein speichern. Nächstes Pack, Alter. 5 Pack jetzt noch. Ey, gut, wenn ich jetzt noch Aubameyang ziehe. Ich meine, ich habe ein Team der Woche-Spieler jetzt gezogen. Wie saugeil, Alter. Saugeil. Das freut mich schon mal extrem gerade, muss ich sagen. Walker. Texas Ranger. Saugeil. Auch wieder hier. Ich glaube, der ist nicht so viel wert. Ich guck mal wieder. Aber diese Pace-Spieler sind ja immer relativ, ja, 2000, relativ viel wert, naja, wahrscheinlich weniger sogar. Ja, da könnte man ja mal eine englische Mannschaft mit aufbauen. Muriel ist auch immer gut, ne, Muriel, aber ist auch nicht so teuer. Muriel, was haben wir da, ein 78er, ja, auch 1000 irgendwas wert, aber immerhin, die sind alle irgendwie was wert. Von daher hat sich das Pack-Opening jetzt schon fast gelohnt, würde ich sagen. Aha. Mhm. Oh, draußen, habt ihr es gehört? Ein Bauarbeiter oder sowas? Was mache ich denn damit? Verkaufe ich, glaube ich, ne? Der ist, glaube ich, hier 5% plus Fitness. Ich weiß es nicht. Den kann ich abstoßen. Braucht man nicht. Ich glaube, ich muss gleich mal Verträge einlösen, weil, ja, ihr seht schon. Verdammt. Ich habe im Verbrauchsobjektstapel hier nur noch. So, ja. Ich habe da gar keinen Platz mehr jetzt. Das heißt, das hier kann auf dem Tauschstapel. Kann ich das direkt anwenden? Das geht. Muss ich machen. Verträge hier. Dante. Oh, das dauert halt ewig lange jetzt. Nochmal anwenden. Ich glaube, ich mache hier gleich mal einen kurzen Cut. Werde ein paar Sachen anwenden. Und damit ich auf dem Verbrauchsobjektstapel wieder ein bisschen Platz habe. Und die nächsten 5 kommen dann hoffentlich wieder in einen Zug durch. Also hier jetzt kurz einen Cut. So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt ein bisschen Platz gemacht. Verträge sind alle aufgeteilt auf alle Spieler, die ich so habe. Und ich kriege jetzt wieder neue dazu. Und mal gucken. Richards.
Richards ist auch wieder so wie Walker, schätze ich jetzt mal. Auch wieder ein Außenverteidiger, der relativ schnell ist. Bruno Mars gezogen und Hötteke. Hötteke, auch schicke Frisur hier am Start. Ja, diese Karten hier geben immer so 300 oder was, 400, 500. 400, 500 würde ich jetzt mal grob schätzen, aber das ist wahrscheinlich wieder völlig falsch. Die Fitnesskarten, Moral für einen einzelnen Spieler brauche ich auch nicht. Ah, siehst du, da ist noch voll viel Platz. 5, 2, 2, 1, Manager? Ich ziehe nur die Manager-Karten immer die. Na gut, 5, 2, 2, 1 ist jetzt auch nicht die Burner-Karte. Und von Star de Renault, Französisch, für Anfänger habe ich auch nochmal ein Trikot gezogen. Na gut, weiter geht's. Immerhin zwei seltene Spieler, da kann man auch nicht meckern. Bitte schließen Sie den Controller an. Der hat einen Wackelkontakt, weil ich schon ihn öfters fallen lassen habe. Ja, passiert. Okay, jetzt Pack Nummer 7. Ich habe einen Strich gemacht. Ich habe das Geld ja schon fast raus. Allein mit dem Inform da und hin und her. Ne? Wen haben wir jetzt drin? Fernando Diego Cavalieri. Schöne in der Chelsea-Variante. Da muss ich mal gleich gucken, was der Schöne da wert ist. Doppel-R? Schöne, ne? Ja. Irgendwas habe ich falsch angegeben? Ne, der wird Schule geschrieben hier. Natürlich wird der Schule geschrieben, weil es gibt ja kein Ü. 7000 ist er wert. Auf dem PC wäre es 15000, also eigentlich immer das Doppelte. Das ist doch auch mal nice. Wäre auch wieder ein Spieler für eine englische Mannschaft. Ah komm, manchmal einfach einspeichern. Oh, zwei seltene Verträge, das ist auch sehr schön. Das mag ich gern. Da bin ich froh, da freue ich mich. Spartak Moskau und Genua. Ey, hier, da kannst du gleich hier so zack, zack, zack rum. Ja. Hoffenheim. Na gut, habe ich das jetzt halt auch. So, zum Verein hinzufügen. Ich habe noch genug Platz. Schon mal wieder einen Strich machen. Das achte Pack kommt jetzt. So, bitte komm, Aubameyang, 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 Aubameyang. Bradley. Na gut. Oder Ronaldo. Den würde ich mir halt auch gerne mal noch holen. Ja, Bradley ist ein 78er ZDM. Entschuldigung, Schnief. Flum von Eintracht Frankfurt und hier irgendwelche, die ich nie brauche. Drei seltene Verträge. Hä, wo sind die? Achso, es sind drei seltene Karten und davon drei seltene Verträge. Das ist auch mal nicht schlecht. Die kosten ja mittlerweile 700, 800 auf der Xbox. Da können wir Xbox-Spieler, da heulen wir rum, aber die anderen denken so, Alter, ihr habt doch immer noch so günstig. Fluminense. Ja, unglaublich. Im Verein speichern, ja. Jetzt kommt Pack Nummer 9. Ein Strich durch die Rechnung machen. Wer war das? Ich konnte es nicht. Was ist das denn für ein Name? So, Salcido. Salcido haben wir und Wijnaldum. Wijnaldum. ZOM, PSV Eindhoven. 86er Tempo. Ja, wird, denke ich mal, normal viel wert sein. Oh, Rivière. Ein hübscher Stürmer. Der sieht aus. Wisst ihr, wie der aussieht? Das wissen wahrscheinlich nur die Älteren von euch, die zuschauen. Der sieht aus wie einer von Milli Vanilli. Ich sag's euch. Und die sieht aus wie, keine Ahnung. Ja! Moral riesig, das ist total geil. Das gibt nämlich auch nochmal 2000 Münzen, glaube ich. Mindestens, schätze ich jetzt mal so. Moralmittel brauche ich auch nicht selber. Ich kaufe mir die auch immer fertig so für die ganze Mannschaft. Aber da reichen immer die Silbernen. Hechten plus 10. Oh, meine Herde, was soll ich damit nur alles machen? Hier für 1-2-1-2 Barke. Hero, ja. Der sieht auch schon ein bisschen älter aus, würde ich jetzt mal grob behaupten. Und jetzt kommen wir, ich mache den Strich noch hin zum letzten Pack. Und ich hoffe, es hat euch gefreut an der Stelle schon mal, nein, ja, nein, dass ich mal wieder seit langem Pack-Opening gemacht habe. 10 Packs, 7500, Ramirez, war es Ramirez? 7500, ja, er war es. Pereira, linker Verteidiger. Lazzari, Luis Manuel, okay, ja, Ramirez ist glaube ich auch nur ein paar tausend wert, aber da gucke ich mal kurz nach, Ramirez, Fresh, 4000 Münzen,
auf dem PC anscheinend auch. Okay, das kann auch wieder weg. Ich hoffe, ich werde das alles los hier irgendwie. Fuß, Schuss, Porto Alegre, ganz tolles Trikot. Das Symbol hatte ich ja immer. Palermo habe ich schon. Kann ich hier wieder auf dem Stapel machen. Und ja, ansonsten, ja, guck mal, ich hätte jetzt schon wieder ein paar englische Spieler dabei, ne? Man könnte fast tatsächlich einen Spieler, eine englische Mannschaft machen damit. Weiß ich aber nicht, ob ich das mache. Ich glaube eher nicht. Aber schauen wir mal. Gut, okay, dann würde ich sagen, jetzt hänge ich hinten dran noch ein Spiel gegen die Team der Woche Mannschaft auf Ultimativ. Aber nur die Tore, die fallen, falls ein zählt. Und ich es hoffentlich nicht verkacke. Bring mich hin. Jetzt zeige ich euch noch kurz, dass ich es wirklich tue. Ja, ist eine schlagbare Mannschaft. Wie gehen das nochmal? Da, Start drücken, Ultimativ 1000 und ich spiele mit meiner FC Ballermann Mannschaft. Ich glaube, da habe ich ein ganz bisschen was geändert. Werdet ihr in den nächsten Parts noch sehen. Dann jetzt erstmal viel Spaß und wir sehen uns nach dem Spiel. Da sage ich nochmal kurz was zum nächsten Video. Weil eigentlich wollte ich ja meine Special Teams benutzen, aber jetzt ist erstmal das Pack Opening dran. In dem Sinne, bis gleich. Viel Spaß. Hoffentlich viele Tore. Ja, voll K.O. Kopfball. Herrlich. Ja, aber die KI hat ja gerade nur Fehler, dumme Fehler gemacht. Ihr seht selber hier einmal rübergeflankt. Voll K.O. komplett frei mit seinem paar 90er Kopfball. Und drin ist das Ding. 1-0. Das gibt es ja gar nicht. Ich habe jetzt das hoffentlich laufen lassen, dass ihr noch das Foul vorher gesehen habt, was er nicht gepfiffen hat. Und dann geht der Ball drüber und zack, Ausgleich. Ich krieg nichts hin mehr. Ich dachte so nach dem Tor, oh geil, das geht ja easy hier durch. Da, nee, das nicht. Ach, das war ja ich. Krass, wie der den halt annimmt hier. Da, bam. Yeah. Und ein Schuss. Torwart rennt einfach an der Seite an ihm vorbei. Naja, gut, das muss ich jetzt irgendwie ausmerzen. Ich will die 1000 jetzt haben. Ich will das Ding gemeistert haben. Vollkau! Jetzt ist es aber gelaufen hier. 73. Minute. Endlich hat mein Angriff funktioniert, durchgekommen. Naja, ihr habt es ja gerade gesehen. So, das kann ich abbrechen. Ich euch noch einmal hier die Wiederholung zeigen. Da oben ist er durch. Ohne großes Tricksen oder so hat es dann irgendwie doch mal geklappt. Den muss ich jetzt noch abwehren. Und dann ist es gelaufen. 2:1 ging es doch nur aus. Aber immerhin, ich habe zweimal ein Tor geschossen. Ich musste nicht nochmal neu starten. Ich meine, das passiert ja auch mal, dass man da verliert. Gibt es ja auch. Auf Ultimativ darf man das mal. Ja, damit 1600 wieder eingespielt. Ich meine, man macht auch mit vielen Spielen wieder seine Münzen wieder gut. Ja, trotzdem, vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Pack-Opening und das Spiel im Anschluss, nur die paar Szenen, die ich euch jetzt gezeigt habe, haben euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch, lasst ein Abo da und vergesst nicht meinen Support-Link in der Videobeschreibung Amazon. Gerne darüber bestellen. Und im nächsten Video spiele ich mit meinem Flying Team und Hightower Team. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall das Flying Team werdet ihr sehen. Das Hightower Team, habe ich das schon gezeigt? Egal, ich zeige euch beide im nächsten Part. Und ob ich damit beiden spiele im nächsten Part, werdet ihr dann sehen. Schaut einfach rein beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut. Und dann ohne Anzug, euer Basti oder auch Modern Consumer.